Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute gibt es ein Video zu der Sache mit Miguel. Und zwar, falls ihr nicht mitbekommen habt, er hat ein Video hochgeladen, wo er euch jetzt gesagt hat, dass das Outing fake war und er nicht schwul ist. Und deswegen habe ich jetzt heute schon so heftig viele Nachrichten von euch bekommen, ob ich davon Bescheid wusste, ob ich da irgendwie mit drin wäre oder sonst irgendwas, weil ich habe ja auch Videos dazu gemacht. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, nein, ich wusste von nichts Bescheid, denn falls ihr es nicht wisst, ich und Miguel haben fast den gleichen Freundeskreis und wir alle wussten nicht Bescheid. Am ersten Tag, wo er das Video hochgeladen hatte, hatten wir ihn halt alle direkt angerufen gehabt und er hat uns halt auch komplett so hops genommen und einfach auch absolut in seiner Rolle geblieben. Er hat uns das nicht gesagt, dass er nicht schwul ist, sondern dass es alles ein Experiment sein soll oder sonst irgendwas. Und ja, Mann, wir dachten wirklich hundertprozentig, Miguel ist schwul. Wir haben alles ausgefragt. Er hat zu 100% stand er einfach dahinter. Und man konnte ihm das nur glauben, weil man hat auch Real Talk mit ihm gemacht und so. Und er hat es halt wirklich so verkauft, dass wenn er wirklich schwul war mit Sascha. Und jetzt sage ich euch, Leute, ab wann ich selber es rausgefunden hatte, dass Miguel nicht schwul ist und das alles fake ist. Und zwar war ich mit Miguel feiern, oder wir waren eher gesagt mit Miguel feiern in Paderborn, als ich in Paderborn zu Besuch war. Und dort hat Miguel dann nach dem Club, nachdem wir nach Hause gehen wollten, ein Girl abgeschleppt. Irgendwie eine alte Freundin, die er lange Zeit kannte. Und auf jeden Fall stand ich da neben Miguel und neben Sascha, wo Miguel dann mit dem Girl gelabert hat. Und ich habe dann da wirklich, ich schwöre hoch und heilig auf alles, was ich habe, zum ersten Mal gehört, wo Miguel dann einfach ihr, so gesehen, das gesagt hat, damit er sie halt klärt, weil sonst wollte sie nicht, dass die Sache nur gefaked ist mit dem Outing und so. Und da habe ich dann, ich habe das dann so mitbekommen vom rechten Ohr, ich weiß noch. Und dann ich so direkt so, was? Ich wusste es und so. Und bin dann zu Miguel zugegangen und er so, was? Digga, und das darfst du niemand sagen und so. Und ich habe das halt wirklich niemandem gesagt, außer, jetzt kommt's Leute, all unseren Freunden. Weil ich fand es dann unkorrekt, dass ich das nicht meinen Freunden sagen dürfte, weil die werden ja auch, die sollen halt nicht weiter denken, dass Miguel schwul ist. Gut, die eine Sache ist das Internet, aber die andere Seite ist halt das Real Life so gesehen. Ich habe ja mit der Sache nichts zu tun. Ich unterstütze es auch nicht. Ich finde es sehr gut, dass Miguel das Video gemacht hat und jetzt das nicht als soziales Experiment halt so gesehen verkauft hat, sondern sich einfach entschuldigt hat und seinen Fehler eingesehen hat. Aber bevor jetzt irgendjemand irgendwie sich denkt, warum habe ich jetzt das nicht öffentlich bekannt gegeben, als ich das wusste. Ich wusste es ungefähr, keine Ahnung, wann war das ungefähr? Ich glaube so nach 2 Wochen. Nach 2 Wochen, glaube ich, war das. Oder sogar 3 Wochen. Irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall, Leute, ich bin mit Miguel lange Zeit befreundet und ich fand es halt nur wichtig, dass unsere Freunde das wissen. Und Internet ist die andere Sache, das ist sein Ding, dass er das so jetzt gemacht hat. Und als Freund kann man halt nicht irgendwie ein Video gegen seinen Freund machen. So, es ist seine Sache, ich halte mich da komplett raus. Und ja, das will ich auf jeden Fall gesagt haben, Leute, das war mir selber sehr wichtig. Wundert euch, wie gesagt, nicht, dass die Kommentare deaktiviert sind. Alle Kommentare auf meinem ganzen Kanal sind deaktiviert. Keiner kann irgendwo was kommentieren, das hat YouTube gemacht, nicht ich. Gott, um Gottes Willen, ich würde niemals mich selber so hops nehmen und einfach die Kommentare, die Interaktion einfach kurz wegnehmen, Digga. Auf jeden Fall, Leute, würde mich sehr über ein Like freuen. Hatet wirklich nicht, übertreibt nicht. Ich habe so viele Kommentare gelesen unter Miguels Video, wie manche ihm so einfach den Tod wünschen, Leute. Ich finde es übertrieben, aber okay. Jeden, wie er machen soll, übertreibt einfach nicht, Leute. Und ja, ich wollte mich einfach zu der Sache äußern. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video, bei dem neuen Broysters Video auf meinem anderen Kanal, Broybro. Und ja, Leute, macht's gut. Ich würde sagen, achso, warte, ich habe noch was vergessen. Stimmt, Digga. Und zwar, warum ich oder was Miguel mir dann gesagt hat. Und zwar hat er mir dann gesagt gehabt, dass er das als soziales Experiment halt macht und ich das deswegen auf keinen Umständen irgendwem sagen darf. Aber ich habe es halt trotzdem unseren Freunden gesagt, einfach aus Loyalität. Und ja, Mann, das war, glaube ich, noch das, was ich vergessen hatte. Sonst, ja. Ich war anfangs
auf jeden Fall sauer auf Miguel, aber er hat halt so gesagt, okay, Digga, ich musste das komplett durchziehen, damit wir dann eure wirklichen Reaktionen am Ende haben und so für das Experiment, aber okay. Ja, Leute, das zu der ganzen Sache und ich würde sagen, wir sehen uns, macht's gut.